warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt. Am Dienstag bei RTV Kompakt dabei. Redner zum Neujahrsempfang in Stolberg. Spieler bei Futsalturnier in Burkhardsdorf. Und Sänger mit Rocklegenden in Schwarzenberg. Glück auf, Erzgebirge! Haben Sie eigentlich schon mal Dart gespielt? Sie wissen schon, wo man mit kleinen Pfeilen, so kleinen Spickern, auf runde Scheiben mit Zahlen wirft? Wenn nicht, dann sind Sie bestimmt in letzter Zeit beim Lesen des Fernsehprogramms mal auf das Wörtchen Dart oder auch Darts gestoßen. Vom Kneipensport zum Kultevent, so könnte man den Werdegang des Geschicklichkeitsspiels charakterisieren. Übrigens, wir haben in unserem Archiv mal das Suchwort Dart eingegeben. Da kam sehr viel über Mundart, weil da die Buchstabenreihenfolge DART enthalten ist. Und siehe da, auch einiges über den Dartsport. Erstmals hat das Kabeljournal vor 20 Jahren über eine Dart-Veranstaltung berichtet. In letzter Zeit aber eher nicht. Im Kreissportbund des Erzgebirgskreises sind fast 500 Vereine organisiert, die eine Bandbreite von über 70 Sportarten vertreten. Darunter ist mit dem Dartclub Annaberg auch ein Dartverein. Bei den Erzgebirgsspielen des Kreissportbundes war Darts 2015 auch schon mal im Angebot. Da sich das Interesse in unserem Landstrich aber in Grenzen hielt, steht Darts seitdem nicht mehr auf dem Programm. Dafür taucht der Begriff Futsal auf. Wir informieren. Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, da ruft der Kreissportbund Erzgebirge auf, im Rahmen der Kreiskinder- und Jugendspiele sportlich aktiv zu werden. Das Ganze steht unter der Überschrift Erzgebirgsspiele der Wintersportarten. Und da gehören neben Skilanglauf, Skialpin und Biathlon auch Hallenleichtathletik und Futsal dazu. Futsal ist Hallenfußball. Turniere für die einzelnen Nachwuchsklassen wurden vom Kreisfußballverband Erzgebirge bei den Winterspielen im vergangenen Jahr erstmals durchgeführt. In diesem Jahr lud die Sportart nach Burkhardsdorf ein. In der Euroform Arena trafen sich 65 Mannschaften der A- bis F-Jugend, wo sie in Gruppen gegeneinander antraten, um sich dann für die nächste Runde zu qualifizieren. Am Sonntagmorgen standen sich 8 E-Jugendmannschaften gegenüber. Das waren der FC 1910 Lößnitz, der FV Krokusblüte Drebach-Falkenbach, der SV Fortuna Niederwürschnitz 1, der SV Olbernhau 1, der FC Erzgebirge Aue, FC Stolberg 1, SV Annaberg 1 und der FC Concordia Schneeberg. Die Zuschauer konnten durchaus interessante Spiele verfolgen, in denen natürlich auch einige Tore zu bejubeln waren. Neben dem Fußballturnier in Burkhardsdorf gibt es in den nächsten Wochen weitere spannende Wettbewerbe im Rahmen der Kreiskinder- und Jugendspiele der Wintersportarten 2017. Informationen dazu gibt es auf der Internetpräsenz des Kreissportbundes Erzgebirge unter ksb-erzgebirge.de. Die Meldungen fürs Erzgebirge am Dienstag. Im Kampf um den Erhalt der Wetterwarte auf dem Fichtelberg starteten die erzgebirgischen Grünen kurz vor Weihnachten eine Petition an den Deutschen Bundestag und das für den Wetterdienst zuständige Verkehrsministerium. Allein über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr haben mehr als 500 Bürger die Petition unterzeichnet, um sich für die Wetterwarte auf dem Fichtelberg einzusetzen. Eine Fichtelberg-Wetterwarte ohne den Einsatz von Personal ist den Menschen nicht vermittelbar. Gerade bei Witterungsverhältnissen wie in den letzten Tagen wären uns automatisierte Geräte ohne Betreuung durch Wettertechniker reale Wetterdaten schuldig geblieben, so Ulrike Kahl vom Kreisverband der Grünen. Die Petition wird bis ins Frühjahr hinein laufen und kann auch im Internet unterzeichnet werden. www.grüne-erzgebirge.de/petition-wetterwarte. Auch der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Sächsischen Landtag, Volkmar Tschocke, hat sich wegen der Wetterwarte mittels einer kleinen Anfrage an die Staatsregierung gewandt.
Rund 492.100 Rinder standen Anfang November 2016 in den 7.045 sächsischen Rinderhaltungen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes waren dies im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt 12.200 Tiere bzw. 2,4% weniger. Damit setzte sich der seit 2 Jahren stattfindende Rückgang fort. Die meisten Rinder standen mit 83.000 Stück im Landkreis Mittelsachsen. Dann folgt schon unser Erzgebirgskreis mit 63.300 Rindern. An dritter Stelle steht mit 50.500 der Landkreis Bautzen. Stolberg gehört zu den nicht wenigen Erzgebirgsorten, in denen das Stadtoberhaupt zum Auftakt eines Jahres traditionell zum Neujahrsempfang einlädt. Rund 300 Personen waren am 7. Januar der Einladung von Marcel Schmidt in den Bürgergarten gefolgt. Der Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Schmidt schlossen sich Grußworte seines Amtskollegen Hermann Faul aus Nördlingen an. Im Mittelpunkt stand dabei die Partnerschaft zwischen der bayerischen und der erzgebirgischen Stadt. In diesem Jahr wird das 25-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft Nördlingen-Stolberg begangen. Der Chor des Bach-Gymnasiums sowie ein Ensemble des Standortes Stolberg der Kreismusikschule Erzgebirgskreis sorgten für den passenden musikalischen Rahmen des Stolberger Neujahrsempfangs. Der Bürgermeister der Gemeinde Bad Schlema, Jens Müller, lädt am 14. Januar Gemeinde- und Ortschaftsräte, Vertreter von Handwerksbetrieben, Handelsunternehmen, Geschäftspartner und die Leiter verschiedener Einrichtungen zum Neujahrsempfang in das Kulturhaus Aktivist ein. Die Veranstaltung steht unter dem Thema 10 Jahre staatlich anerkanntes Radon-Heilbad, erfolgreiche Titelverteidigung 2016. Als Gast wird Sachsens Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Martin Dulich erwartet. Einer der ersten Höhepunkte im neuen Jahr war in Bad Schlema das öffentliche Verbrennen ausgedienter Weihnachtsbäume, abgeleitet vom skandinavischen St. Knutfest. Bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich kam vor dem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr bei Roster und Glühwein gute Stimmung auf. Vom 18. bis 22. Januar startet die erste Winterwanderwoche im Erzgebirge. Zu Fuß oder mit Schneeschuhen geht es durch den erzgebirgischen Winter. Naturpark und Wanderführer begleiten 22 Rundwanderungen mit Streckenlängen zwischen 3 und 15 Kilometern. Sie erzählen spannende Geschichten am Wegesrand und vermitteln immer ein Stück erzgebirgische Geschichte oder Bergbautradition. In der Dämmerung wird es bei einigen Touren, zum Beispiel in Altenberg, Schwarzenberg oder Karlsfeld, im Schein der Fackeln gemütlich. Auch spannende Stadtführungen durch Freiberg und Wolkenstein werden geboten. Das komplette Programm ist direkt auf der Startseite unter erzgebirge-tourismus.de abrufbar. Bei aller Vielfalt der Wanderwoche, eines haben alle Touren gemeinsam. Die Touren sind alle Rundwanderungen mit Ziel am Startpunkt und werden unabhängig von der Teilnehmerzahl durchgeführt. Vom 23. bis 27. August 2017 lädt das erste internationale Märchenfilmfestival Fabulix nach Annaberg-Buchholz ein. Um das Festival für Einwohner und Gäste zum echten Erlebnis werden zu lassen, werden fleißige Helfer bei Organisation und Durchführung gesucht. Darüber hinaus werden Statisten, Laienschauspieler und Ordner gesucht. Sehr willkommen sind außerdem Bürger, die eigene Ideen einbringen, sowie sich über Fabulix informieren wollen. Am 16. Januar um 18.30 Uhr ist dazu eine Auftaktveranstaltung im Bildungszentrum Adam Ries geplant, wo die einzelnen Einsatzgebiete vorgestellt werden. Dazu sind Bürger herzlich eingeladen. Jeder, der ein Faible für Märchen und Filme hat oder dem das Projekt am Herzen liegt, ist willkommen.
Außerdem können sich Interessenten an die Stadt Annaberg-Buchholz, Frau Lisa Drexler, Telefon 03733 425281, Mail marketing@annaberg-buchholz.de wenden. Das Technische Museum Papiermühle Niederzwönitz hat nach einer dreiwöchigen Schließzeit ab 11. Januar wieder geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung Zwönitz mit. Das Museum kann mittwochs bis sonnabends von 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, sonntags von 12 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung besucht werden. Legendär wird es jetzt im Rückblick auf das Jahr 2016. City, Karat und die Pudis haben im Juni 2016 auf der Schwarzenberger Waldbühne ihre Rocklegendentour beendet. Ein emotionaler Abschied, besonders für die Pudis, denn in dieser Formation standen sie hier das letzte Mal auf der Bühne. Mein Kollege Mario Totzauer hat die Sänger damals unmittelbar vor dem Konzert vors Mikrofon gebeten. Zum letzten Mal auch Dieter Birr als Frontmann der Pudis. Blicken wir zurück. Bis auf den letzten Platz füllte sich Deutschlands zweitgrößte Freilichtbühne am Freitagabend. Tausende wollten in Schwarzenberg dabei sein, als am 24. Juni 2016 Musikgeschichte geschrieben wurde. Auf der Waldbühne ging die 24 Stationen umfassende Rocklegendentour mit den Pudis, City und Karat zu Ende. Besonders für die unzähligen Pudis-Fans war das Schwarzenberger Konzert ein denkwürdiges. Ihre Idole standen zum letzten Mal gemeinsam auf einer Bühne. ERZ-TV hat die Gelegenheit genutzt und vor dem Konzert mit den Sängern der drei legendären Bands gesprochen. Rocklegendentour geht zu Ende. Was bleibt denn hängen? Es bleiben nur gute Erinnerungen hängen mit netten Kollegen, mit netten Musikern. Und wir bedauern natürlich sehr, dass es zu Ende ist. Aber es ist nun mal der Lauf des Lebens. Wie sieht Toni Kahl das? Ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich will aber noch unser Publikum erwähnen, weil das ist eigentlich ja mehr oder weniger der Hauptpunkt, weshalb wir das überhaupt gemacht haben. Die Leute sind gekommen und wir können uns nur bedanken für diesen riesen Zuspruch, den wir genießen konnten. Und der jüngste in der Runde? Das Rocklegendchen. Also ich kann dem eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, es ist alles gesagt worden. Ein bisschen Wehmut ist natürlich heute bei uns im Herzen ganz sicher und ein bisschen traurig sind wir vielleicht danach auch. Aber alles, was ein Ende hat, gibt ja auch einen neuen Anfang. Also von daher bin ich guter Hoffnung. Das wäre jetzt eigentlich meine zweite Frage mit Blick auf die Pudis. Der 24. Juni 2016 ist ja eigentlich ein historischer Tag. Mit welchen Gefühlen wird dieses Konzert nochmal gerockt? Wie geht er jetzt heute auf die Bühne? Also normalerweise haben wir immer dieselben Gefühle beim Konzert. Wir geben immer alles. Dass es nur heute das letzte Konzert ist, hat natürlich bestimmte Dinge, wird man da vielleicht ein bisschen anders fühlen als sonst. Aber es ist ja so, dass ich weiter Musik mache. Im September wird ein Album kommen von mir und ab Januar bin ich dann auf Tour mit neuen Kollegen. Heute haben wir deutlich über 30 Grad. Spielt das Wetter hier in Schwarzenberg auf so einer Naturbühne auch eine Rolle? Also für uns nicht, weil wir werden ein bisschen schwitzen und kriegen nasse Haare. Aber ansonsten wird die rockt wie immer. Abschließende Frage eigentlich, was sind die weiteren Projekte bei Karat? Na, wir machen auch ein neues Album, das kommt nächstes Jahr raus. Und dann sind wir ganz normal auf Tour, so wie wir das jedes Jahr tun. Nur eben ohne diesen großen Aufwand Rocklegenden noch dabei. Und freuen uns auf das, was da kommt. Ja, hoffe ich ja, dass du mal vorbeikommst. Ja. Die einzelne Pudis-Mitglieder, das habe ich schon gehört, machen auch weiter. Wie wird es im Einzelnen aussehen? Na, also ich mache, wie gesagt, ein neues Album mit Kollegen, unter anderem auch von Karat und von Silly. Und da gehen wir auf Tour. Die Tour fängt an am 20. Januar in Leipzig, in Haus Auensee, und endet am 12. Februar in Berlin in der Columbia-Halle. City hört man ja jetzt wieder auch häufig im Radio. Es ist Neues da und was wird es dann später noch an anderen Neuigkeiten geben? Es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir haben nicht vor aufzuhören. Im Gegenteil, jetzt noch nicht, eigentlich ja nicht. Wir
Ja, wir machen weiter, haben große Pläne. Da kann ich jetzt nicht so viel sagen, außer dass es Musik sein wird, mit Musik. Und ansonsten würde ich noch sagen, dass der 24. Juni ein wirklich schwarzer Tag für Europa ist. Ach so, ja. Erst platzen uns die Lieblingsengländer weg, dann noch die Pudis. Und ich fühle mich hier auch ein bisschen wie ein Vollweise. Aber dann würde ich auch noch sagen, dass wir ja, mit den Kollegen, den großen Jungs, viel schöne Zeit erlebt haben. Überall, wo wir hingekommen sind, waren die schon da. Die haben im Grunde genommen so eine Art Türöffner für uns gemacht. Und dafür danke, Maschine. Sag dir auch noch mal deinen Kollegen, wir werden uns da bestimmt noch mal austauschen. Für uns ist das auch ein bewegender Abschied. Allerletzte Frage, ich weiß ja nicht, jetzt weiter. Wir machen für das Erzgebirge Fernsehen die Waldbühne hier in Schwarzenberg. Wie wirkt die auf Musiker, die hier auf der Bühne stehen? Sehr gewaltig. Also es gehört mit zu den schönsten Bühnen, kann man sagen, in Deutschland. Also die Waldbühne gehört noch dazu. Dann die Bühne in Kamenz, auch die Wuhlheide in Berlin und hier, wie gesagt, Schwarzenberg. Wir waren ja schon einige Male hier, unter anderem haben wir 2000 mit Joe Cocker gespielt hier. Und es war schon sehr schön. Wir haben ja heute Glück, dass schönes Wetter ist, sonst war meistens immer Regen das und kalt. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich kenne es auch nur im Regen. Ja. Aber hat dem Ganzen keinen Abbruch getan, war trotzdem immer sehr geil. Ja, wunderbare Bühne. Ich kenne die nur mit Sonnenschein, denn wenn wir spielen, scheint die Sonne. Erste Mal seid ihr heute hier. Ja. Zwei Stunden nach dem Gespräch standen Claudius Dreilich, Dieter Maschine Birr und Toni Krahl mit ihren Bands auf der Schwarzenberger Waldbühne. Für alle Musiker war es nicht das erste Konzert in dieser beeindruckenden Naturkulisse. Was bleibt, ist ein unvergessliches Konzert mit einer Menge Gänsehaut-Feeling. Mehrfach standen die Rocker bandübergreifend auf der Bühne, wurden Songs der anderen interpretiert. Dieter Quaster Heertrampf, Pudis und ein glänzend aufgelegter Bernd Römer, Karat, rockten mit ihren Gitarren gemeinsam über die Bühne. Georgi Gorgov, City, verzauberte das Publikum mit seiner Geige. Besondere Momente waren die, als alle Musiker gemeinsam auf der Bühne standen. In Erinnerung bleibt ein wunderbares Konzert, ein großes zum Ende der Rocklegendentour und zum Abschied der legendären Pudis. Unsere Veranstaltungstipps. Der 12. Januar ist in Sachsen für Studierwillige ein besonderer Tag. Am Donnerstag findet im Freistaat der Tag der offenen Tür an Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen und der Berufsakademie Sachsen statt. Die TU Chemnitz bietet an diesem Tag ein umfangreiches Beratungsangebot und informiert über mehr als 100 Studiengänge. 60 Veranstaltungen und zahlreiche Stände stehen von 9 bis 14 Uhr im Hörsaalgebäude an der Reichenhainer Straße 90 den Studieninteressierten zur Auswahl, um sich über das Studium in Chemnitz zu informieren. Die Westsächsische Hochschule Zwickau lädt von 9 bis 13 Uhr zum Hochschulinformationstag ein. Neben Informationen zum Studienangebot gibt es auch Führungen durch Labore, Lehrgebäude und Wohnheime. Das gilt nicht nur für Zwickau, sondern auch für die Außenstellen Schneeberg, Angewandte Kunst, Reichenbach, Textile Strukturen und Technologien und Markneukirchen, Musikinstrumentenbau. Wer sich für ein dreijähriges praxisintegriertes duales Studium in den Studiengängen Soziale Arbeit, Tourismuswirtschaft oder Industrie interessiert, sollte am 12. Januar die Informations- und Beratungsangebote der Staatlichen Studienakademie Breitenbrunn nutzen.
Der Campus ist ganztägig geöffnet. In mehreren Veranstaltungen erhalten Interessenten grundlegende Informationen zum Studienablauf, zu den Modulinhalten, zu den Anforderungen, zum studentischen Leben auf dem Campus sowie zu den Chancen auf dem Arbeitsmarkt nach erfolgreichem Bachelorabschluss. Mehr im Internet für die TU Chemnitz unter www.tu-chemnitz.de/Tag der offenen Tür. Für die Westsächsische Hochschule Zwickau unter anderem mit der Außenstelle in Schneeberg unter www.fh-zwickau.de sowie für die staatliche Studienakademie Breitenbrunn unter www.ba-breitenbrunn.de. Und das war die Dienstagssendung von ErzTV Kompakt in der zweiten Kalenderwoche. 10 Tage des neuen Jahres sind schon wieder rum. Morgen berichten wir unter anderem vom Familienbadetag in Schneeberg und vom Eishockey in Schönheide. Ich hoffe, wir sehen uns. Glück auf, bis dahin, sagt Ihr Carsten Blechschmidt. Hansa-Armaturen, die neue Kompetenz bei elektronischen Armaturen für das private Bad. Mit berührungsloser Bedienung und Short-Distance-Infrarotsensoren zur Temperaturregelung oder zum Aktivieren des Wasserflusses, sogar mit stimmungsvoller Beleuchtung. Design und Komfort für gehobene Ansprüche, individuell, elegant und als zeitloser Klassiker. Die innovativen Waschtischgarnituren von Hansa verwöhnen mit maximalem Komfort, immer genau mit der gewünschten Temperatur und Menge. Armaturen berührungslos, komfortabel, hygienisch und sicher. Mit flexiblen Einbaumöglichkeiten, wartungsarm am Stromnetz oder mit Batterie für unkompliziertes Umrüsten. Alles auch mit umfangreicher Zusatzausstattung wie der Tiptronic Flex-Taste, der Fernbedienung am Waschtisch. Flexibel und frei positionierbar, auch fürs Duschsystem. Hansa, flexible und komfortable Systeme sind auch für die Küche. Armaturen als Multitalent voller Ideen. Wasserfluss, manuell, mit ergonomisch geformtem Hebel oder berührungslos, mit voreingestellter Temperatur. Dazu Sicherheit per Fingertipp, ein funkgesteuertes Magnetabsperrventil für den Geschirrspüler oder die Waschmaschine. Hansa. Wasser erleben. Jetzt bei Ihrem Profi, Bad- und Heizungsschreiber, Pflockenstraße 69C in Oelsnitz.